Jetzt habe ich das etwas sehr, sehr, sehr Gutes entdeckt, und zwar, ich bin jetzt vom Weizen auf, also ich habe jetzt die ganze Zeit so aus mein Müsli die Haferflocken, also die Flocken aus Weizen gemacht und aus Hafer. Und da habe ich mir auch Bioqualität gekauft, und zwar von auch einem sehr guten Anbieter. Das war höchste Qualität, und jetzt bin ich zufällig auf Urgetreide gestoßen. Und Urgetreide ist sowas, das heißt Einkorn oder Emmer oder oder Waldstaudenroggen. Und das gibt es auch in Bioqualität, und das sind seit 2000 Jahren ungezüchtete Getreidesorten. Und die haben natürlich auch nur einen viel geringeren Ertrag. Die sind aber trotzdem im Internet, kostet da 500 Gramm oder ein Kilo genauso viel wie die hochgezüchteten Weizensorten. Und ich sage euch das, wenn man isst, das ist ein so großer Unterschied. Also man muss das unbedingt probieren. Wer seine Haferflocken selber macht mit so einem Getreideflocker, und wenn man da diese Einkorn Körner reintut oder diese Emmerkörner oder diese Waldstaudenroggenkörner, das ist ein so großer Unterschied zu den hochgezüchteten Getreidesorten von heutzutage, wie dieser Nackthafer oder wie dieser Weizen, der wo heute angeboten wird. Das ist unglaublich. Aber ich bin noch weiter am Experimentieren. Ich wollte nur mal sagen, dass es jetzt eben für mich ein doppelt bis dreifach so hoher Genuss und ein dass alles doppelt und dreifach so gut seitdem ist.